Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um France, ein neuer Film mit Léa Seydoux. Was er kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's. Das ist ein Drohnenangriff. Na los, weiter. Schieß mir ein paar Bilder. Gut so. Hast du mich drauf? Zivilisten, unschuldige Kinder, Frauen, Männer. Na und? Super, sieh dir an. Im Mittelpunkt der Geschichte steht France. Die ist TV-Journalistin und da in Frankreich wirklich extrem berühmt und hat so eine Art Star-Ruhm schon erlangt. Dementsprechend ja, wird alles ganz genau beobachtet, was sie macht. Und sie arbeitet sehr, sehr viel, hat viele Einzelreportagen und auch ihre eigene Show. Und das Problem ist so ein bisschen, ja, sie ist die ganze Zeit am Hustlen und auf der anderen Seite muss sie natürlich auch noch Mutter und Ehefrau sein. Und das funktioniert irgendwie so gar nicht miteinander. Und dann kommt es auch noch zu einem Zwischenfall, der sie in eine Abwärtsspirale bringt und sie versucht dann irgendwie einen Neustart hinzukriegen. Das ist allerdings schwerer als gedacht und man sieht dem Ganzen hier so an, okay, wie ist das denn jetzt so? Das Ganze versucht hier einen satirischen Unterton auf diese Medienwelt zu bringen, ist aber an so vielen Stellen so absurd und auch einfach nicht nachvollziehbar. Und dementsprechend funktioniert das von der Erzählweise an vielen Stellen so gar nicht, weil der Film auch insgesamt zu lang ist. Er hat zu viele kleine Aspekte, die irgendwie aneinander gestückelt wirken und nicht so richtig im Fluss erzählt werden. Und das funktioniert leider für mich nicht ganz so gut. Dementsprechend ist das auch von der Geschichte her, wirkt das manchmal deutlich übertrieben von den Dialogen. Es ist teilweise auch schlecht umgesetzt. Dementsprechend, ja, einfach nicht gut geworden. 2 von 5 Punkten. Weiter geht's zum Schauspiel. Da muss man sagen, Léa Seydoux ist sehr, sehr gut. Aber man hat sie schon gefühlt in besseren Rollen gesehen. Und insgesamt der Rest vom Cast ist insgesamt in Ordnung. Es wirkt alles so manchmal ein bisschen drüber. Und vor allem muss man auch sagen, dass es einfach vom Cast her wenig andere Leute gibt als die Rolle von France Léa Seydoux hier. Dementsprechend ist das insgesamt vom Schauspiel in Ordnung nicht überragend. 3 von 5 Punkten. Technisch wurde versucht, hier wahrscheinlich auch so einen satirischen, parodistischen Unterton mit reinzubringen, aber es sind einige technische Ungereimtheiten mit dabei. Zum Beispiel fahren die immer in Autos im Studio, wo kein Dach drauf ist, was immer ein bisschen seltsam ist. Und dazu kommt dann auch noch, dass der Greenscreen oder das, was im Hintergrund läuft, plötzlich mittendrin in einem neuen, also nochmal von vorne anfängt und da kein Schnitt ist. Also es wirkt so, als hätte man es vergessen. Und insgesamt wirkt das alles sehr, sehr ja, einfach und schnell produziert. Und der Film hat wirklich von allen Seiten dick Förderung bekommen. Und dafür macht er mir zu wenig und ist einfach nicht authentisch genug. Und auch zum Beispiel ist so ein bisschen das Problem, dass in einer Fernsehregie, wenn man auf eine EVS, was ein Zuspielgerät ist oder ein Clipping-Gerät für zum Beispiel die Sachen, die on air gezeigt werden, plötzlich der ja, Intercom-Ton, was der Moderator sagt, mit den Leuten in der Regie freigeschalten wird, funktioniert nicht. Also das wurde hinkonstruiert und es ist an vielen Stellen einfach leider nicht gut umgesetzt. Dementsprechend da dann nur 2 von 5 Punkten. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit. Ich muss sagen, France ist ein Film, der mich leider enttäuscht hat. Ich dachte mir am Anfang, okay, Léa Seydoux auf der einen Seite cool und auf der anderen Seite oh, andere, die Geschichte her, so ein bisschen was zur Medienwelt, Hintergrund. Naja, es funktioniert leider nicht so gut. Es zeigt so ein bisschen, wie gestellt manche Sachen sind, wie authentisch das ist, ist die Frage. Aber insgesamt ist es leider an vielen Stellen nicht gut erzählt. Es ist teilweise auch sehr langsam, es plätschert vor sich hin. Man denkt, okay, und jetzt ist die Figur wieder am Boden, aber irgendwie reißt es mich emotional nicht mit. Und ja, dementsprechend ist das insgesamt leider keine wirkliche Empfehlung fürs Kino. Er ist insgesamt halbwegs solide, aber nicht überragend. 3 von 5 Punkten. Muss man sich nicht unbedingt im Kino anschauen. Insgesamt dann eine mittelmäßige Wertung von 10 von 20 Punkten. Hat mich leider echt nicht umgehauen. Sehr, sehr schade. Da hätte ich mir mehr erwartet. Dementsprechend, das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schaut auf den Kanal vorbei. Aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao.